Der FC Bayern München in der Stadt der Engel, Los Angeles. Station 1 der diesjährigen USA-Tour, Vorbereitung auf eine neue Spielzeit, die ganz bayerntypisch mit hohen Erwartungen verknüpft ist. Es gilt, das nationale Double zu verteidigen und auch mal wieder international durchzustarten. Das Problem, der Kader, den man genau dafür braucht. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass in diesem Moment ist, das weiß jeder, das ist nicht optimal, dass wir in diesem Moment so viele oder so wenig Profispieler im Kader haben. Aber klar, dass wir haben noch ein bisschen Zeit und ich denke, dass nicht nur ich, aber auch die Spieler warten auf die neuen Spieler. Robert Lewandowski, Bundesliga-Torschützenkönig und auch sonst einer der Leistungsträger beim Rekordmeister, schlägt Alarm. Will man mal wieder europäisch ganz oben mitspielen, muss sich etwas tun. Ja, das ist die Frage, wieso wir warten auf die Transfer. Sonst wird es schwierig, was über große Titel zu spielen. Und klar, wenn du willst, auf Top-Niveau zu bleiben und auf Top-Niveau zu spielen und glauben und denken an alle Titel zu gewinnen, dann klar, das brauchst du auch Verstärke, Mannschaft zu haben. Wir sind das letzte zwei Jahre wahrscheinlich, dass die Bayern hat keine große Transfer gemacht, aber ich denke, jetzt ist Zeit. Zumindest bei den Fans und scheinbar auch bei den Spielern macht sich so langsam aber sicher die Ungeduld breit, die Sehnsucht nach der erhofften Verstärkung für Lewandowski und Co. Ich glaube, er sieht die Situation ganz nüchtern und korrekt, weil der Kader zurzeit, würde ich sagen, 15 erstklassige Spieler und die lange nicht um die großen Ziele der FC Bayern sich wahrscheinlich für die Zukunft steckt, erreicht. Zwei, drei Transfers sind noch nötig, um den Kader dann komplett zu haben. Auf den Flügeln ist noch gar nichts passiert, obwohl dass man mit Robben und Ribéry zwei Spieler verloren hat, die ja da in den letzten 10 Jahren uns begeistert haben, zum Erfolg beigetragen. Internationale Erfolge eben, die man am liebsten schon bald wiederholen will. Immerhin, ein bisschen Zeit ist noch auf dem Transfermarkt. Ich hoffe, dass die Vorstand und die Leute arbeiten dran, die machen das und die verstecken auch uns als Mannschaft, nicht nur als junge Spieler, aber auch die Spieler, die können direkt die Pflichtspieler und die können direkt auf die Top-Niveau spielen und das ist klar unser Wunsch und ich hoffe, dass sowas passiert im gleich ein paar Tage wahrscheinlich. Wahrscheinlich oder hoffentlich? Robert Lewandowski und das Warten auf den bayerischen Königstransfer. Wenn er etwas zu sagen hat, dann sagt er es deutlich.